Heute habe ich eine absolute Bombe für euch auf Lager in mehreren Hinsichten. Zum einen zugegebenermassen eine kleine Kalorienbombe, aber eben auch eine Geschmacksbombe. Und zwar gibt es eine S'mores Tart. Und wer schon mal in den USA war, der kennt vielleicht S'mores. Das ist etwas Traditionelles, das am Lagerfeuer gegessen wird. Da nimmt man einen Graham Cracker, tut ein Marshmallow drauf, dann hat es auch noch einen Schoki dazwischen. Und dann tut man noch einen Graham Cracker drauf und lässt das Ganze schmelzen. Und weil man dann eben auch sagt, so more, also bitte noch ein bisschen mehr, heisst das Ganze S'mores. Und unsere Tarte ist nicht ganz genau gleich, ist aber ein bisschen an das angelehnt. Die passt super zu den Festtagen, aber auch unter dem Jahr. Und die machen wir jetzt zusammen. Wie das Ganze geht, zeige ich jetzt Schritt für Schritt. Und als allererstes wie immer die Zutaten. Die Zutaten reichen für eine S'mores Tart, die einen Durchmesser hat von etwa 18 cm. Und ich sage euch, das reicht definitiv, denn von dieser Tarte braucht man nur ein kleines Stück. Die ist unglaublich mastig, dafür auch unglaublich fein. Zuerst kommen wir zum Boden. Hier brauchen wir 150 Gramm Vollkornkeks. Wir haben Petitbeuch genommen. In den USA für das Originalrezept nimmt man Graham Crackers. Dann brauchen wir 100 Gramm Butter, das eine Zimmertemperatur hat. 1,5 Esslöffel braunen Zucker und eine Prise Salz. Für die Füllung 150 Gramm dunkle Schoki, 1 Dezi Halbrahm und ebenfalls eine Prise Salz. Für das Topping braucht es 100 Gramm Zucker, 1 Dezi Wasser, 2 Eiweiß, eine Prise Vanillezucker, eine Prise Backpulver und eine Spritzer Zitrone. Den Ofen habe ich bereits auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und dann male ich Guetzli. Ich mache das mit einer Maschine, das geht ruckzuck. Wenn ihr keine solche habt, könnt ihr natürlich auch einfach eine Plastikbeutel nehmen, Guetzli rein tun und fest mit dem Walholz drauf umhauen. Dann in einer Schüssel die Guetzli-Brösmeli mit Butter, Zucker und Salz vermischen und gut vermanschen mit den Händen. Dann seht ihr schon, dass das von davon zusammenklebt. Die Masse kommt jetzt in die kleine Springform. Gut andrücken am Boden und an der Seite. Und wichtig ist, dass es so wie eine Kuhle hat in der Mitte. Dort kommt nämlich dann unsere Schokimasse rein. Der Boden kommt jetzt in den Ofen und wird 15 Minuten gebacken. Achtung, ganz wichtig, tut aufs Gitter drauf ein Backpapier, weil hier wird meistens noch ein bisschen Butter raus und sonst hat er nachher eine riesige Sauerei im Backofen. Und so bleibt alles sauber. Wenn der Boden aus dem Ofen kommt, sollte er komplett auskühlen. Aber in dieser Zeit können wir gerade die Füllung machen und hier tun wir einfach alle Zutaten dafür in einer Pfanne langsam erwärmen, bis es eine einheitliche Masse gibt. Die Schokocreme wird auf einen ausgekühlten Keksboden geleert. Der Kuchen, ganz wichtig, das sollte jetzt im Kühlschrank auskühlen, mindestens 2 bis 3 Stunden. Wenn der Kuchen komplett durchgekühlt ist, dann können wir mit dem schönsten Teil, mit dem Topping, anfangen. Und dafür tun wir die beiden Eiweiße nicht ganz steif schlagen. Dann tun wir das Backpulver mit ein bisschen Zitronensaft vermischen. Und hier sieht man, da passiert eine unglaubliche chemische Reaktion. Und rühren das schon mal um ein Eiweiß. Dann das Wasser mit dem Vanillezucker und dem Zucker aufkochen, bis sich das Ganze aufgelöst hat. Und die noch heiße Wasserzuckerlösung kommt jetzt noch und noch zum Eiweiß drunter und das Eiweiß immer weiter schlagen. Aber das sollte wirklich langsam passieren. Es darf nicht zu heiß werden, sonst stockt das Eiweiß. Und jetzt wird die Masse so lange weitergeschlagen, bis sie wirklich steif ist und die perfekte Konsistenz hat, damit man sie gut auf den Kuchen aufspritzen kann. Schaut mal, wie das aussieht. Wenn man jetzt so durchrührt und man so Spitzli macht, dann sieht man, ob die bleiben oder gerade wieder zusammengehen. Und so sollte das Ganze aussehen, damit man es dann eben gut formen kann. Die Masse in eine Spritzbeutel reinfüllen, so aufspritzen, wie es einem gefällt. Und jetzt kommt der schönste Teil. Mit dem Bunsenbrenner kann man das Ganze jetzt rösten. Aber aufpassen, nicht zu nahe und zu lange her, weil die Dinge anfangen zu brennen. Et voilà. Unsere S'mores Tart ist fertig. Mir bleibt jetzt auch nur noch zu sagen, please give me some more. So fein, so eine S'mores Tart. Und vor allem das Tolle ist ja die Konsistenz. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Yummy!